Guten Tag. Ich denke, es ist ein Teil. Nein, ich wollte. Was sagen Sie zu diesem schönen Testspiel heute? Herr Kopfschmerzen. Next Stop. Das hört sich so gut an. Ja, was ist Ihr Resümee zu diesem tollen Testspiel? Also, ich sag mal so, ich will jetzt nicht angeben, aber ich bin zumindest Präsidentenberater bei Ewigbille. Und ich muss Folgendes sagen. Also, was da in der ersten Halbzeit, vor allen Dingen in der ersten Halbzeit, abgelaufen ist. Ich habe mich gefragt, ob die das überhaupt ernst nehmen da. Ja, so weitergeht, naja gut. Also ich schwamm drüber, 2-0, ne? Aber was ist jetzt mit den 150 Kilometern, die jetzt noch laufen müssen? Wenn die es nicht machen, geht es ab in die fünfte Liga. So einfach ist das. So lästige Haltungen. Erstmal den Meier rausschmeißen. Ne? Und dann, ja, du musst auch schon auf den gucken hier, sonst geht das nicht. Ja, ich schalte einfach die Kamera hin. Ja, und wenn, ja, Moment, der kann ich ja auch gleich interviewen, aber hier, Interviews dann, wenn die 150 Kilometer nicht gelaufen werden, dann haben die eindeutig Trainingsrückstand. Aber du läufst aber wie die, ich diese, aber wie ich die, ja, ich bin, du läufst die erstmal vor. Ich bin kein Profi. Ne, ich bin kein Profi. Management vielleicht, aber nicht jetzt als Spieler. So. Und ich habe auch die Fähigkeit dazu, aber nicht hier. Entschuldigung. Die 150 Kilometer, die bleiben doch jetzt wieder vakant. Und das heißt, denen fehlt Kondition, eh schon mit Krepeln aus der zweiten, ne, oder die da übrig gelassen sind. Was soll das alles werden? Das war das Wort zum Sonntag. Ich habe mal meine Apfelflasche einfach dahingestellt. Und war ein bisschen in der Hoffnung, dass vielleicht. Ich würde schreiben, wenn Quatsch mir gleich eine Flasche im Mund hat. Nur die Fortuna. Rot und weiß die Farben, so wird es immer sein. Nur die Fortuna. Ja, nur die Fortuna. Es ist egal, in welchem Stadion wir stehen. Wir wollen Fortuna siegen sehen. Ich hab's reichen. Vielen Dank.
Wenn du siegst, dann tobt die Chore, denn wir alle sind verliebt.
ein super tolles Champions League Spiel sehen. Bei super schönem Wetter. Super schönes Wetter. Wer spielt richtig Fußball? Nur der VfL. Wer spielt richtig Fußball? Nur der VfL. Ja, nein! Was machen wir, wenn die Wattenscheider nicht?
150 Kilometer, mal eben.